Kaum ein Mythos hält sich so dauerhaft und so zäh, kann man sagen, wie der Mythos vom A. Da ist doch so viel Geld an der Seitenlinie. Aktienmärkte müssen doch steigen. Dieser Auffassung begegne ich immer wieder in den Kommentaren auf meine Videos. Aber es ist eben leider ein Mythos. Es ist ein logischer Denkfehler, der nicht funktionieren kann. Warum das nicht funktionieren kann, will ich in diesem Video zeigen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir jetzt, was die Märkte betrifft, in so einer Übergangsphase von den Bank Earnings, also von den Zahlen der Banken, die überwiegend positiv waren. Gar keine Frage, die Erwartungen waren nach den Ereignissen im März in Sachen Bankenkrise ja sehr, sehr gering. Dementsprechend haben jetzt die Dickfische berichtet. Interessanter werden dann wahrscheinlich diejenigen, die wirklich Probleme haben, nämlich die Regionalbanken, die Dickfische unter den Banken. Das sind die Profiteure dieser ganzen Geschichte. Das ist das eine. Und das zweite ist jetzt das eigentlich Relevante in dieser Berichtssaison, sind die Tech-Werte. Warum? Weil die praktisch im S&P 500 fast dreimal so stark gewichtet sind wie die Finanzwerte. Dementsprechend hat das dann auf die Indizes dann auch einen ganz anderen Einfluss. Aber schauen wir zunächst mal auf diesen Mythos dieser Seitenlinie, der immer wieder und immer wieder zitiert wird. Und das Problem ist, es gibt gar keine Seitenlinie. Warum? Weil wenn jemand eine Aktie verkauft, dann verkauft er sie einem anderen, der sie wiederum kauft. Also, jedem Verkäufer steht ein Käufer gegenüber und jedem Käufer steht wiederum ein Verkäufer gegenüber. Dementsprechend ist das ein Nullsummenspiel. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist der Preis, zu dem die jeweiligen Parteien bereit sind zu kaufen oder eben zu verkaufen. Denn zum Beispiel ein Käufer, wenn er jetzt jemand anderes die Aktie abkauft, der hat vorher ja Cash generieren müssen. Das nimmt er wiederum von der Seitenlinie, um dann eben die Aktie zu kaufen, während der Verkäufer eben dieses Geld, wenn er es nicht direkt wieder investiert, eben auf die Seitenlinie packt, wenn es sie denn gäbe. Jedenfalls ist das ein Nullsummenspiel und dementsprechend eigentlich ziemlicher Unsinn, dass das immer wieder gebracht wird. Aber es ist eben ein dauerbullisches Narrativ, warum Aktienmärkte immer steigen müssen. Aber wir sehen hier eben, dass es für jede Transaktion am Markt einen Käufer und einen Verkäufer braucht. Das ist das sogenannte Equilibrium, also das Gleichgewicht an den Märkten. Der einzige Unterschied ist der Preis. Jetzt haben wir heute zum Beispiel interessante Meldung Bank of America, die ja praktisch diese Großinvestoren immer befragt. Und die sagen, also wir sind sehr stark übergewichtet in Bonds, so stark übergewichtet, also in Anleihen gegenüber Aktien wie seit 14 Jahren nicht mehr. Dann schallt es sofort aus den Kommentatoren, ah, das ist der Bullish für Aktien. Wirklich, jedenfalls sehen wir, dass der Most Crowded Trade nach wie vor Long Big Tech ist, also große Tech-Unternehmen und Short US Banks. Wenn man damit die großen US-Banken meint, dann war das vielleicht keine so gute Idee. JP Morgan gestiegen, Bank of America gestiegen, nur Goldman Sachs eigentlich hat die Erwartungen verfehlt. Also ist das jetzt bullisch für Aktien, weil die großen Player am Markt eben übergewichtet sind in Aktien, in Anleihen und untergewichtet in Aktien. Schauen wir uns mal an, wie es um das sogenannte Equity Risk Premium bestellt ist. Also das ist das Risiko, für das man entschädigt werden will, wenn ich risikoreichere Anlagen eingehe, die zwar auch mehr Chancen, aber eben auch mehr Risiken habe im Vergleich zu Anlagen, die wenig bis gar kein Risiko haben, etwa kurzlaufende Staatsanleihen etc. Und hier sehen wir, wir sind in nahe einem Allzeittief, was dieses Equity Risk Premium betrifft. Also es gibt nicht gerade eine fette Prämie dafür, dass ich diese Risiken eingehe. Das ist das eine. Deswegen sind vielleicht diese Großinvestoren vielleicht ganz gut beraten, eben da nicht allzu stark Aktien jetzt im Vergleich zu Anleihen zu gewichten. Und hier sehen wir mal den Spread zwischen der Earnings Yield im S&P 500 und der 3-monatigen US-Staatsanleihenrendite, also das, was ich bekomme, wenn ich schlichtweg eine 3 Monate laufende US-Staatsanleihe kaufe. Und die ist jetzt inzwischen negativ. Das ist der geringste Wert seit dem Jahr 2001, also seit dem Platzen der Dotcom-Blase. Also meine Entschädigungszahlung dafür, dass ich bereit bin, ins Risiko zu gehen, ist so gering wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir sehen etwa, dass die 3-monatige US Treasury Bill, die ist inzwischen bei 4,21%. Und hier sehen wir nochmal dieses Equity Risk Premium.
Da sehen wir in Blau, je höher das ist, umso geringer, oder je höher diese blauen Balken sind, umso geringer die Entschädigung, die ich praktisch für das eingegangene Risiko bekomme. Und die Investoren sagen sich, hey, super, die Fed wird doch bald umsteuern und dann die Zinsen senken. Und das ist gut für Aktien, das ist bullish für Aktien. Und ich glaube, das ist schlichtweg falsch, denn wenn die Fed umsteuert, dann wird sie einen dicken Grund haben, dafür umzusteuern, nämlich eine fette Rezession. Und Rezessionen sind schlecht für die Aktienmärkte. Und deswegen und nur deswegen bin ich hier derzeit bärisch für den US-Aktienmarkt. Ich spreche fast immer nur von der Wall Street, das nochmal zur Unterscheidung. Ich bin nicht grundsätzlich bärisch, aber ich bin derzeit oder seit einiger Zeit bärisch. Warum? Weil schlichtweg die US-Aktien in Relation zu dem Risiko, dass man hier eingeht, schlicht zu teuer sind. Das ist genau der Punkt, um den es aus meiner Sicht geht. Und wenn jetzt die Aktienmärkte weiter steigen, dann werden sie mir immer noch zu teuer, dann werden sie sogar noch teurer gewissermaßen. Und schauen wir uns mal an, wie etwa die Firmeninhaber oder die CEOs, also die Chefs der Firmen, die Lage beurteilen. Da sehen wir hier CEO Confidence, das ist eine Umfrage unter Chefs von Firmen. Und wir sehen, da ist es nicht allzu positiv bestellt mit diesem Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung. Und siehe da, unten diese Grafik zeigt, dass während dieser ganzen Erholungsbewegung, dieser ganzen Bärenmarkt-Rallye, Tech Insights, also praktisch diejenigen, die Manager solcher Firmen sehr stark ihre eigenen Aktien verkauft haben. Andere haben sie offenkundig gekauft, aber es waren eher nicht die Insider, die sind als Verkäufer aufgetreten. Und so kommt es, dass die einzige Aktie unter den 20 größten Aktien an der Wall Street, Tesla, ist die einzige Aktie, die sowohl unter ihrem 50 als auch unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt handelt. Und Tesla wird ja morgen nachbörslich die Zahlen berichten. Und hier sehen wir deswegen vielleicht, weil die Insider, die wissen, was läuft, und diejenigen, die nicht so Insider sind, aber halt meinen, das ist jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, das sogenannte Dump Money, also das nicht institutionelle Geld, wenn man so will, ist schon wieder in einer Gefahrenzone. Und jetzt kommt noch etwas anderes hinzu, warum sozusagen schon dieses Seitenlinienbild völlig verkehrt ist. Hier zunächst mal eine Umfrage jetzt von CNBC. Die Amerikaner sind so pessimistisch in Sachen ihrer Wirtschaft wie noch nie, seit es diese Umfrage gibt, nämlich seit 17 Jahren. Warum? Wegen der anhaltend hohen Inflation, wegen den höheren Zinsen und weil sie sich Sorgen machen um eine Rezession. Die Amerikaner sind da ein bisschen näher dran und spüren, oh, das kann ein bisschen schwierig werden. Und zwei Drittel sagen also, die Wirtschaft wird in eine Rezession fallen oder ist bereits in einer Rezession. Deswegen sagen eben auch nur 24%, wir kennen das aus der AAII-Umfrage, dass derzeit da das Sentiment relativ bärisch ist. Deswegen sagen nur 24%, es sei jetzt eine gute Zeit, in Aktien zu investieren. Und hier sehen wir in der oberen Grafik mal, ja, wie viel haben denn diese Privatinvestoren überhaupt an Cash. Wir sind historisch niedrig mit Cash. Also wenn man von einer Seitenlinie sprechen wollte, dann ist diese Seitenlinie nicht allzu liquide, könnte man sagen. Und jetzt hatten wir das Thema Rezession. Die Amerikaner, die Konsumenten, die sind pessimistisch, aber einer ist optimistisch. Das ist James Bullard, der St. Louis Fed-Chef. Der sagt also, die Wall Street, die glaubt, dass wir in 6 Monaten in einer Rezession sein werden. Aber das passt überhaupt nicht zu diesem Wirtschaftswachstum, das wir jetzt gehabt haben. So Bullard, deswegen müssen wir die Zinsen weiter anheben. Bullard will die Zinsen zwischen 5,5 und 5,75% deswegen weiter anheben. Bostic dagegen hat sich heute auch geäußert, Atlanta Fed-Chef. Der sagte, ja, einmal noch anheben und dann wollen wir mal gucken. Also Bullard hat gesagt, gar keine Rezession. Die Fed hat neulich in ihrem FOMC-Protokoll laut Aussagen des Staff, die da eine Präsentation gemacht haben, also der Mitarbeiter der Fed, gesagt, ja, eine milde Rezession. Und milde Rezession, da kann ich mich auch noch an Ben Bernanke erinnern, der auch gesagt hat, am 10. April 2008, ja, wenn überhaupt, dann fallen wir in eine milde Rezession. Genauso mild wird es sein, was dann kam, war bekanntlich die Finanzkrise und insgesamt
Haben wir ja schon mal gesehen, dass etwas kaputt gegangen ist an den Märkten, nämlich diese Bankenkrise. Hier sind dann eben die Erwartungen gefallen, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Im Gegenteil, man ging davon aus, dass sie bald anfangen wird, die ganze Geschichte zu senken, nämlich die Zinsen. Aber jetzt scheint sich diese Geschichte sich beruhigt zu haben um die Bankenkrise. Also steigen jetzt wieder die Zinserwartungen. Wir sind jetzt wieder über 5%. Man geht also davon aus, dass die Fed im Mai nochmal die Zinsen anheben wird und dann vielleicht noch ein Schrittchen kommt. However, jedenfalls sehen wir, dass diese dreimonatige US-Staatsanleihenrendite darauf reagiert, 5,21%, und jetzt ist der Spread zwischen dieser dreimonatigen Anleiherendite und der einmonatigen Anleiherendite, die nur bei 4,09% ist, so groß wie noch nie in der Geschichte. Also da antizipieren manche Anleihe-Trader etwas, genauso wie eben jetzt die großen von der Bank of America befragten Investoren sagen. Also das größte Risiko ist dieser Commercial Real Estate Bereich, also dieser Gewerbeimmobilienbereich, und das zweitgrößte Risiko, das sind die Schattenbanken, aber vor allem jetzt dieser Gewerbeimmobilienbereich, das hat offenkundig jetzt das Denken dieser großen Fondsmanager beeinflusst. Und JP Morgan hat eine Umfrage gemacht, wo unter Investoren, ja, wo seht ihr denn den S&P 500 zum Jahresende? 26,4% bei 4.000 Punkten, aber die Mehrheit bei 3.500 Punkten. Also da ist man ein bisschen bärisch. Kontraindikator, wir werden sehen, oder ist das eine kluge Einschätzung angesichts dessen, was da wahrscheinlich wirtschaftlich kommen wird durch Credit Crunch und den Abschwung, den wir in den Einkaufsmanager-Indizes ohnehin ja schon sehen. Wir sehen auch, dass wir jetzt im Grunde 58% der Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Als wir im Februar einen Verlaufshoch gemacht hatten, waren es 75%, also die Marktbreite, die passt nicht. Und ich hatte vorhin gesagt, wir sind jetzt mit der Banken-Earnings-Saison mehr oder weniger durch. Bank of America, sehr gutes Fixed Income, also Anleihegeschäft, sehr gut gelaufen. Dann allerdings Credit Card Loss Rate, also praktisch die Ausfallrate, 2,21% im Vergleich zu 1,71% im letzten Quartal. Also es fallen Zahlungen aus teilweise, die Leute können dann nicht mehr, dieser Anteil ist gestiegen. Goldman Sachs dagegen relativ mau, die Zahlen, Umsatz schwach, Gewinn war okay, aber der Umsatz war schwach, im Anleihegeschäft war man schwach, Investment Banking ist nicht gut gelaufen. Heute ja dann Netflix, die Zahlen nachbörslich, über die wir bei Finanzmarktwelt berichten. 22 Uhr kommen die, aber warum ist das wichtig? Nun, weil eben insgesamt der Tech-Sektor eine Gewichtung im S&P 500 hat von 28,5%, während eben der Finanzsektor, der jetzt durch ist, knapp über 10% hat, also fast das Dreifache an Gewicht. Und hier sehen wir ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren, aber keine Sorge, es kommt auch gleich ein bisschen Bullenpornografie, will ja ausgewogen sein, nicht wahr? Und hier sehen wir, dass wir jetzt eben ein bärisches Stochastik-Cross haben im Nasdaq 100 Weekly Chart. Das hat, als das passiert ist, ist dann in der Folge, nicht sofort, ganz wichtig, das passiert nicht sofort, aber in der Regel mit einer leichten Verzögerung kommt es dann zu einem herben Abverkauf. Ob man das als Crash bezeichnen kann, ich persönlich erwarte ja auch keinen Crash, aber ich erwarte eben eine scharfe Korrektur in dem Bereich 3200, 3300 Punkte beim S&P 500. Also das war etwas für die Bären und jetzt etwas für die Bullen, und das Paradoxe ist, das musste ich gar nicht ausschließen. Denn Liz Young sagt hier, wir haben jetzt einen seltenen Kauf, ein seltenes Kaufsignal bekommen, die Copper Curve. Das ist ein Momentum-Indikator, der hat ein Kaufsignal gegeben und das erste Mal seit 2009, und möglicherweise ist das vielleicht nicht einmal ein Widerspruch, denn es ist ja durchaus möglich, dass wir erstmal nach unten rauschen, um dann möglicherweise sogar neue Allzeithochs später zu sehen, wenn die Fed eben so in Panik ist, dass sie letztendlich wieder die Märkte mit Liquidität flutet. Keine Panik hat offenkundig Elon Musk vor den morgigen Zahlen, aber er will jetzt eine eigene KI, die heißt Truth GPT, letztendlich irgendwann starten. Das erinnert so ein bisschen an die Plattform von Trump, Truth. Und eben GPT kennen wir sowieso alle. Mal sehen, ob ihm das gelingen wird, dann als Rivale von Microsoft und Google. Und auch interessant vielleicht noch, Goldman Sachs hat jetzt berechnet, dass die Steuereinnahmen in den USA sehr, sehr schwach sind bisher, sodass eben the debt limit, also die Schuldenobergrenze,
Preise, wohl schon in der ersten Hälfte des Juni erreicht werden wird, also in knapp 2 Monaten. Und das könnte ein bisschen Druck dann auf die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten bringen. Und Druck haben wir hier auch, aber das ist so ein Druck in Zeitlupe. Hier hat Thomas Mayer in einem sehr, sehr starken Artikel Heizungsdiktat statt Innovation im Grunde diese ganze Verbotspolitik der Grünen ein bisschen thematisiert. Eigentlich wollte Deutschland der Welt ein Beispiel für eine gelungene Energiewende sein. Wir fahren den Kohlestrom allerdings hoch, weil wir Fracking verbieten, schalten funktionierende Atommeiler ab. Also unser CO2-Fußabdruck wird immer größer. Und die anderen, das Ausland schaut sich das an und denken sich, spinnen die Deutschen? Und ich glaube, man muss sagen, ja, da hat man im Ausland durchaus einen Punkt. Warum ich erzähle Ihnen das? Nun, weil die Energiewende hier offenkundig Probleme hat mit den Fakten. Ideologie trifft auf Fakten, wie ich finde, ein wirklich glänzend aufgearbeiteter Artikel von Marc Friedrich. Schauen Sie sich das mal an mit einer zwingenden Argumentation. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung im Rahmen der Sanktionen gegen Russland. Hat der Dollar doch deutlich an Macht verloren. Das ging ziemlich schnell. Darüber ein Artikel auch bei Finanzmarktwelt hier rechts. Sehen Sie, wie das nach unten gegangen ist jetzt in letzter Zeit. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.